Blanker Hate, komplett lost, geht nicht hin und macht diesen armen Jungen fertig so. Wisst ihr, was ich meine? Bei egal bei wem. Seid respektvoll bitte in den Kommentaren. Geht nicht hin und beleidigt irgendwelche anderen Leute. Thema Z-Max, was soll ich sagen? Ich fühle mich ein bisschen weird so dabei. Ich will das Ding jetzt hier nicht irgendwie totgrinden, ausschlachten und so weiter und so fort. Ich sag dazu jetzt noch ein paar Worte. Ich habe gestern sehr viel mit ihm auf Instagram hin und her geschrieben und noch ein paar Memos ausgetauscht und so. Und wir sind zu einer Conclusion gekommen, Leute. Warte, ich schau mal ganz kurz hier so. Ihr seht ja hier vielleicht so übertrieben viel geschrieben mit ihm halt. Ich zeige jetzt nicht die komplette Konversation, das muss nicht sein so. Ich sage euch ganz kurz kontextwise, was abgeht, worauf wir uns geeinigt haben. Weil ich bin jemand, der keinen Bock darauf hat, dass irgendwie so jetzt irgendwie tot zu grinden und darauf jetzt meinen kompletten Content darauf jetzt zu begrinden. So, ich habe das jetzt hier in den Titel geschrieben, damit ihr kurz abgeholt werdet, was abgeht und gut ist. Passt auf, also. Er hat gestern nochmal eine Story gemacht. Das hat er mir auch persönlich geschrieben. Von wegen so, keine so viele Abos hat, so irre war das, blablabla. F*** mich nicht ab, sonst lasse ich jedes seiner Videos über mich striken. Alle anderen jucken mich, aber deine gespielte Art kann nur ab... jemand ausrasten, so gestellt ausrasten gesehen. So, er war halt ziemlich mad. Das hat er auf seine Story gepostet. Ich habe dann einfach nur geantwortet, okay, Bro, dann lasse ich deine IG aufsperren, weil du mich beleidigt hast, oder zeige ich dich auch an. Oder lass einfach chillen. Der so, okay, warte, ich mache den Vorschlag. Also ist dann aber zurückgerudert. Ey, das Ding ist generell, also wenn er jetzt rückwirkend meine Videos striken lassen wollen würde, ist das erstmal eine Sache, die gar nicht funktionieren würde, weil er einvernehmlich erstmal hingenommen hat, dass ich diese Reactions gemacht habe. So. Da das Ganze auch in einem kritischen Kontext passiert, ist eh immer die Frage, wie ist da die rechte Lage so? Ist das jetzt freie Meinungsäußerung? Oder vielleicht sogar schon, weiß ich nicht was, ist ein React-Journalismus. Das ist halt alles sehr, sehr schwierig. Also die Frage ist halt generell, kann er das Ding einfach wegstriken? So, wenn er das striken würde, dann wären das wahrscheinlich 4 Strikes auf meinem Zweitkanal. Mein Zweitkanal wäre erstmal weg. Erstmal, sage ich aber, weil sich das hinten raus von YouTube ganz klar auflösen lassen würde, dass er das Strike-Tool dazu missbraucht, um mich zu zensieren. So, das wird nicht funktionieren. Wisst ihr, was ich meine? Das hätte nicht funktioniert. Das habe ich ihm auch direkt erklärt. Er hat es auch direkt eingesehen. So, wisst ihr, was ich meine? Also, das ist erstmal eine Sache, da muss man sich keine große Sorgen machen. Wisst ihr, was ich meine? So, das ist halt eine Sache, wo man erstmal keine Angst haben muss. So, dann habe ich ihm gesagt, okay, er hat geschrieben, hat er auch recht, du hast Klicks auf meinen Nacken gemacht, jetzt reagierst du auf kein Video mehr, dann passt alles, oder da kannst du auch die jetzigen Online-Sachen lassen. Habe ich gesagt, okay, Bro, heute Abend kommt noch das, wo ich halt auf das Ding reagiere, wo er umgezogen ist nach Barcelona und sowas, wisst ihr, was ich meine? Wo ich ihm halt gesagt habe, Digga, pass auf, ich habe ja auch generell gestern im Tag sehr, sehr entspannt reagiert und gesagt, ey, drauf geschickt. Für mich ist es kein Kopf, wenn er meine Mutter beleidigt und so. Ich weiß ja, dass er das nicht böse meint. Dann hat er auch gestern noch gesagt, Deal, sorry, dass ich so durchgedreht bin, aber hat sich alles aufgestaut. Und das fühle ich auch, Digga. Auf der einen Seite, Leute, ganz ehrlich, auf der einen Seite, ich habe ihn schon mies abgefuckt. Ich bin schon hingegangen und habe wirklich mies Welle geschoben in den Reactions und so. Und da muss ich mich auch für entschuldigen. Auf der anderen Seite, Leute, ist es auch so, dass es halt auch teilweise schwierig ist, sich da zurückzuhalten. Wisst ihr, was ich meine? So, weil die Sachen, die er halt gemacht hat, die haben mich halt wirklich getriggert. Die haben mich abgefuckt. Also habe ich meinen Stunk und meinen Dampf so abgelassen. Wisst ihr, was ich meine? Chat sagt jetzt, er hat es verdient, in gewissen Maßen, aber ich bin da vielleicht auch teilweise ein bisschen zu persönlich geworden und habe vielleicht den einen oder anderen Front zu sarkastisch rübergebracht. Er hat das in den falschen Hals bekommen und dachte, ich möchte ihn wirklich persönlich angreifen. Was natürlich, ey, ihr kennt mich so, ich nehme niemanden ernst und auch nicht mich selber. Von daher passt das. Xerox, Digga, dankeschön für den Sub und für den Hype-Schein. Kuss. Dann hat er gesagt, ich mag diese provokanten Titel und diesen Sarkasmus einfach nicht. Ich fühle mich sehr ver... An der Stelle, auch wieder beipflichtenderweise, verstehe ich vollkommen, weil nochmal die Titel auf meinem Zweitkanal, ja, ich habe darauf einen Einfluss, aber mein Zweitkanal ist komplett in den Händen von D-King. Also Steffen macht das alles. Ich setze die Titel da nicht, ich mache den Thumbnail nicht. Steffen ist sehr gut darin, sehr provokative Titel zu wählen, die natürlich eine Menge Views ziehen und so weiter und so fort, wenn er sowas macht wie der ekelhafteste YouTuber, Reaktion auf, bla bla bla. Das sind halt Sachen, da klicken halt Leute drauf. Wisst ihr, was ich meine? So. Er hat das halt als Angriff gewertet. Ich habe mir so gesagt, Digga, gönn Hack. Es ist halt einfach nur so, dass ich halt sage, Bro, wir machen beide damit Geld, und außerdem provoziert er mit seinen Titeln und Videos ja auch immer wieder mal. So. Dann habe ich halt geschrieben, ja, Digga, du gibst aber auch echt viel her, muss einfach mit Humor, nämlich will dich ja nicht ficken oder dumm anmachen, bin nie persönlich geworden, etc. Wenn du dich über dich selber lachen kannst, ist das auf jeden Fall der falsche Job. Muss ein bisschen was abkönnen, sonst hast du sehr deinen Kopf. Du profitierst auch mies davon. Er hat geschrieben, ich kann sehr viel ab. Ist so, Digga, du bekommst neue Viewer, etc. Die meisten mimen ja einfach nur und gehen mit dem Jokes einher. Keiner will dich da angreifen oder dir was tun. Dann hat er einen wichtigen Punkt gesagt, was ich fühle, was natürlich als YouTuber extrem eklig sein kann. Von wegen, naja, wenn Leute nur draufklicken und zu disliken, weil sie das Video schon bei dir gesehen haben, dann wirkt sich das eher negativ aus als das aus, und das wissen wir beide. Habe ich gesagt, okay, hat er recht, Digga. Hat er recht, wenn die Leute das Video nur bei mir sehen und dann bei ihm sagen, bam, Dislike. Und das ist auch eine Sache, ich habe es gestern gecallt, wir können es kurz anschauen. Ich habe gesagt, das Video geht in die Trends. Das Video hat jetzt 14.000 Dislikes. Das war aber absehbar. Das liegt aber nicht daran, dass ich dieses React gemacht habe, sondern es liegt daran, dass es halt in die Trends gekommen ist und er halt goddammit
geworfen hat und da ein paar Sachen im Video wieder drin waren, die nicht cool gewesen sind. Das waren aber auch Sachen, die er sofort hat eingesehen. Wisst ihr, was ich meine? Also er hat auch sofort gecheckt, dass er nicht cool ist. Ich habe mir nochmal eine riesige Wall of Text geschrieben und meinte so zusammengefasst, warte mal, was habe ich geschrieben? Das kommt aber auch nicht nur von mir und ich sage regelmäßig, dass sowas ja nicht sein muss, bla 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 bla. Ich sage auch Real Talk immer wieder in dem React, selbst wenn ich mich kritisch damit auseinandersetze. Blanker Hate, komplett lost, geht nicht hin und macht diesen armen Jungen fertig so. Wisst ihr, was ich meine? Bei egal bei wem. Dann hat er was richtig Wichtiges gesagt. Danke, ich habe weiterhin das Gefühl, egal was ich mache, dass ich immer dieses Fortnite-Kid bleiben mit dem Corona-Video. Und dann habe ich ihm eine wichtige Sache gesagt, Digga, und das sehe ich tatsächlich wirklich bei ihm. Er macht das, wie gesagt, zum Polarisieren, hat später nochmal einen wichtigen Punkt genannt, warum er das macht. Das verstehe ich auch vollkommen. Ich will das aber jetzt nicht öffentlich machen. Das wird er euch wahrscheinlich selber irgendwann erzählen, warum er diese Videos so gestaltet, weil das ein bisschen was mit Perspektivlosigkeit und Kindheit, Aufwachsen und so weiter und so fort zu tun. Ist ja auch egal, ist ja auch egal. Es gibt auf jeden Fall für mich einen halbwegs nicht berechtigten Grund, aber einen Grund, wo ich ein Stück weit mich in seine Lage versetzen kann und nachvollziehen kann, warum er das so macht. Im Endeffekt habe ich aber das Gefühl, als würde er sich tatsächlich sehr, sehr selbst reflektieren. Und er sagt auch, ich so, true, Digga, eins sage ich immer, Hate vergeht, Klicks bleiben, haha, es ist ja so. Ja, stimmt, aber es gibt Dinge wie das mit dem Kackenwerfen, da fällt es mir halt schwer, nichts zu sagen. Und da meint er, ich habe einfach keine Schamgrenze, das ist manchmal ein Problem. Und seine Freundin meinte halt auch, das wäre halt, keine Ahnung, nicht in Ordnung. Er hat auch geschrieben, er würde auf Daily Vlogs umschreiben, auf dem Zweitkanal ein bisschen Fortnite machen, wenn er Zeit findet. Alright, soweit. Für mich, Leute, vollkommen fein. Ich habe das Gefühl, als wäre er wirklich soweit geistig-mäßig, dass er sich halt wirklich da umorientieren möchte, dass er halt Bock hat, irgendwie neuen Content zu machen, dass er sich da irgendwie content-wise komplett neu entwickeln möchte. Was ich gut finde, weil wenn wir mal ehrlich sind, ist den Shit, den er halt in Fortnite gemacht hat, das hat er ja auch selber mehrfach zugegeben, kompletter Schmutz gewesen. Das war ja wirklich kompletter Schmutz. Revi, meinst du das ernst? Ja, ich meine das ernst, weil ich bin jemand, der Menschen gerne zweite Chance gibt. Ich bin jemand, der nicht sagt, ey, stempel ihn direkt ab, gib einen F*** drauf, der ist für mich tot, weil ich bin immer der Meinung, dass jeder Mensch, egal wie er drauf ist, sich ändern kann. Sollte er das jetzt nicht tun und ich rede ihm hier gut zu, dann bin ich persönlich wirklich angepisst, muss ich ganz ehrlich sein. Ich habe ihm aber geschrieben, Digga, er ist halt jetzt nach Barcelona gezogen. Das ist für ihn ein kompletter Neuanfang. Er könnte da jetzt, wenn er das wirklich richtig aufzieht, einen geilen Neuanfang wagen, wisst ihr, was ich meine? Und halt irgendwas Großes draus machen. Das ist seine vierte Chance. Ja, ein paar Leute brauchen halt ein bisschen länger, Leute. Umstände-wise, ich habe das Gefühl, er hat auch Todes-ADD, so wie ich, Digga, und reflektiert da halt viel zu selten, lebt zu sehr in der Situation und ist einfach ein bisschen hilflos und lost und versucht halt einfach nur das, was er sich da aufgebaut hat, irgendwie am Laufen zu halten. Und das ist ja auch nachvollziehbar, wisst ihr, was ich meine? Ich werde mich aber trotzdem natürlich weiterhin... Simex Abi hat Revi kurz eingepackt. Nee. Leute, ich sag nur, dass ich halt tatsächlich hingehe und nochmal einen zweiten Blick auf die Sache werfe. Ich werde mich weiterhin mit Leuten wie ihm kritisch auseinandersetzen und wenn jemand baut und öffentlich verspricht, er möchte sich ändern, bla 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 und es kommt nichts dabei rum und es ist wieder BS und Bullshit. Ja, dann werde ich halt natürlich sagen, Digga, f*** dich ins Knie, es ist halt scheiße gelaufen, wisst ihr, was ich meine? Ich bin nur der Meinung, dass halt dieser ganze blanke Hate und dieses Unnahbare und dieses ekelige, yo, jetzt auf ihn drauf, weil er liegt schon am Boden, nicht sein muss. Wisst ihr, was ich meine? Das Letzte, was ich doch will, ist, dass irgendwer zu Hause sitzt und sich wegen meinen Videos, wegen meinen Reactions oder wegen meinen Äußerungen schlecht fühlt. Wisst ihr, was ich meine? Also von mir aus ist die Sache cool. Ich bin gespannt, so was er aus seiner Barcelona-Zeit macht. Ich gönne ihm das, das habe ich gestern auch schon gesagt. Ich gönne ihm das vollkommen, Digga. Und hoffe, dass er da auf jeden Fall positiven Content rauszieht, dass er daraus da irgendwie ein paar Werte und Dinge vermitteln, die deutlich nicht nur hochwertiger produziert, sondern moralisch auch einwandfreier sind irgendwie. Und sollte das nicht der Fall sein und der baut wieder Scheiße, Digga, ja, dann muss der damit auch rechnen, dass es halt wieder Shit gibt. So, das ist halt das Ding. Sollte sich das jetzt wirklich zu einem Running-Ding ergeben, wo es halt heißt, ich baue Scheiße, ich will mich bessern, ich entschuldige mich. Wenn das immer wieder so passiert, ja, Digga, dann ist das natürlich für mich dead. So, dann ist das für mich dead. Dann ist das genauso wie die Prank Bros, die sich nicht ändern. Aber ich hatte zumindest gestern das Gefühl, als hätte er schon ein Stück weit verstanden tatsächlich, dass da ein paar Dinge nicht cool gewesen sind und als würde er sehen, dass er sich da auf jeden Fall ändern möchte. Und als hätte er selbst reflektiert. Deshalb rufe ich auch hier nochmal meine Community auf. Seid respektvoll bitte in den Kommentaren. Ihr könnt mich von mir als Hund oder sowas beleidigen, aber geht nicht hin und beleidigt irgendwelche anderen Leute, wisst ihr, was ich meine? Also, all in all, Z-Max-Ding, wir sind wieder so, Digga, wir sind so, wir haben das geklärt, es gibt kein Beef mehr, er hat meine Mutter beleidigt, get over it, so, ich bin done damit, wir können uns die Sachen gerne anschauen, aber jetzt kein Bock mehr auf Beef und so, wisst ihr, was ich meine? Lasst uns positiven Content widmen, Digga, lasst uns irgendwelche Leute in Rust ab, oder weiß ich was, Digga, aber nichts anderes, wisst ihr, was ich meine? Alright, und auch hier bitte im Chat die Beleidigung einstellen und in den Kommentaren auch Küsschen aufs Nüsschen.